die nun unter Ungewissheit stärker sind. Unter Situationen von Ungewissheit, und dazu gehören die meisten Investmentgeschäfte, Beratungsagenturen, dazu gehört der größte Teil von Gesundheit, Medizin oder Politik. Ja, was passiert mit Brexit oder mit Donald Trump oder bei uns? Können Sie sich ausrechnen, wie viel wir verlieren in den Unternehmen, nur weil wir keine gute Entscheidungskultur haben? Defensives Entscheiden hängt direkt zusammen mit Fehlerkultur. Man kann im Grob zweierlei Arten von Fehlerkulturen unterscheiden. Das eine ist eine positive Fehlerkultur, das ist eine Kultur des Vertrauens. Hier geht man davon aus, dass Fehler mal passieren. Wenn einer passiert, dann nimmt man diesen Fehler als Information, um die Ursachen zu identifizieren, sie zu beseitigen und in der Zukunft weniger Fehler zu machen. Aber wenn Sie nachdenken, dann finden Sie raus, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Und das gilt in vielen Bereichen. Also vor kurzem lief die Nachricht durch die Presse, Haiangriffe um 100% erhöht. Jetzt sind Sie gerade in Urlaub. Lassen Sie Ihre Kinder noch ins Wasser? Oder gehen Sie selbst surfen? Nun, was ist 100%? Im Jahr vorher waren es weltweit 6 Fälle mit der Instruktion, wenn Sie Risiken eingehen für die Firma und es geht schief, dann geben Sie die Karte ab. Es wird keine Fragen geben. Das setzt ein Zeichen, nämlich, dass die Firma erwartet, dass Sie Risiken für die Firma eingehen. Und wenn es schief geht, dann ist es ja auch okay. Und vor allen Dingen, es setzt ein Zeichen in dem Sinne, dass diejenigen, die nach Jahren ihre Karte immer noch nicht abgegeben haben, da stellt man sich dann andere Fragen. Also jede zweite Entscheidung ist am Ende eine Bauchentscheidung. Nach eigenen Angaben der Führungskräfte. Diese Führungskräfte würden das in der Öffentlichkeit nie zugeben. Man hat Angst. Denn für eine Bauchentscheidung muss man selbst die Verantwortung tragen. Und wir leben in einer Welt, wo immer weniger Menschen bereit sind, noch Verantwortung zu übernehmen. Ausnahme Familienunternehmen.